Von Aachen nach Köln. So, Türen, Intrigen, erinnere dich an die Ausbildung. Links seit öffnen. Rechts schließen. Und ganz genau so. Okay. Aufstehen ist nicht wirklich. Okay. Fahren wir halt mal los. Störung. Störung. Ja, ich dich auch. Zugbeeinflussung. WB gesperrt. Türen geöffnet. WB gesperrt. Schließvorgang eingeleitet. Türen geöffnet. Ah, jetzt geht's. Fahrgäste einsteigen. Alles einsteigen. Zwerg ist heute euer Zugfahrer. Alles einsteigen. Alles, was noch mitbekommen will. Nach Köln Hauptbahnhof. Der Zug fährt von Frankfurt Hauptbahnhof, soweit ich weiß. Ja, müsste doch sein. Über Aachen nach Köln. Ich werde sie sicher, hoffentlich ans Ziel bringen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe diese Strecke noch nie wirklich gefahren. Ich fahre die gerade zum ersten Mal. Obwohl einmal habe ich sie schon gefahren. Aber da bin ich nicht angekommen. Da ist der Zug auf dem Weg entgleist. Da bin ich ein bisschen zu schnell gefahren. Also ja. Jetzt seid ihr hier drin, jetzt seid ihr gefangen, jetzt müsst ihr, wurde bemerkt. So, und ja, auf geht's, nächster Halt, wir fahren direkt durch, voraussichtlich 10.13 Uhr, wenn ich das richtig sehe, das könnte knapp werden, Kölner Hauptbahnhof. Na dann, Bremsen lösen, Zugbremse ist gelöst, dann würde ich sagen, auf geht's. Ihr seid eine gute Fahrt. Sekunde, geht gleich los. Zugbremse lösen. Tür sind geschlossen. Also Kaltstart ist manchmal ein bisschen schwieriger. Haben Sie einen Augenblick Geduld. Es gibt Verzögerungen. Kleine technische Probleme. Es dürfte dem Staat eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Ich erinnere mich, dass ich auch noch einen Schalter gab. Eine Sekunde. Es geht zugleich für sie los. Hoffentlich haben wir eine Reise von 64 Kilometer vor uns. Der Zugfahrer hat leider ein paar technische Probleme. Er weiß nicht wieso. Stromabnehmer heben. Ah, und damit soll es doch gehen. Volle Fahrt voraus. Zug hat leider ein paar Minuten Verspätung. Ich bitte um Verzeihung. Wir sind ja hier bei der Deutschen Bahn. Und langsam das Tempolimit nicht zu sehr überschreiten, sonst gibt es hier Ärger. Und ich komme nie an. Wir müssen erstmal langsam aus dem Hauptbahnhof rausfahren. Um mich hier zu beschleunigen. So, und voran geht's. Nächster Halt, Köln Hauptbahnhof. Ein bisschen schneller können wir noch. Noch bin ich ein bisschen vorsichtig, ich will ja auch ankommen. Irgendwann. Mit Geschwindigkeit dann auf 300 ist und so weiter, können wir ja ein bisschen. Ja, hier schon ein bisschen. Nicht zu heftig.
Nur nicht zu lame. So 60 Kilometer haben wir es noch bis zum Kölner Hauptbahnhof. Das könnte eine Reise, könnte eine Weile dauern. Ich glaube, da steht doch 10 Stunden. Und was durchaus realistisch ist. Das ist eine lange Zeit. Ich bin auf dieser Strecke hier Zugführer. Ich hoffe, es geht allen gut, alle sind gesund. Das ist ja besonders wichtig in dieser Zeit. Immer noch. Gesundheit ist grundsätzlich was Wichtiges. Ich versuche sie gut und gesund und heil ans Ziel zu bringen. Das ist eine Zugfahrt heute, meine Bestrebung. Aber zu mal ein bisschen gegensteuern, ein bisschen bremsen. Ständiges Auf und Ab. Wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Man kriegt aber Punkte fürs Über der Geschwindigkeits. Fahren. Wahrscheinlich nicht so viel wie unter der Geschwindigkeitsbegrenzung, aber oha, hier haben wir dann kürzere und das Tempo runtergesetzt. Aber das hört sich nicht gut an. Schön bei 140, 130, 120 ist hier die Grenze. Okay, ich hoffe, wir kommen hier gleich noch auf eine Strecke, wo wir mal düsen können, ein bisschen. Momentan sitzt er eher nach knappen 100 bis 120 km/h aus, die wir hier fahren. Wenn er aufsteht, habe ich noch nicht rausgefunden. Bleib einfach hier und störe den Zug. Das wäre keine schlechte Idee. Aha, was haben wir denn hier? Ich sehe die Schilder gar nicht. Wir fliegen einfach dran vorbei an den Haltestellen. So ein bisschen Geschwindigkeitsübertretung ist jetzt auch nicht das. Auch kein Grund zur Panik, aber grundsätzlich sollten wir es mal versuchen.
auf dem Tempo zu bleiben. Von den glatten 800. Von 800, Quatsch. 800 Sachen werden hier schon heftig. Das hält der Zug nicht aus. Und jetzt können wir hier ein bisschen Tempo geben. Jetzt können wir hier fast 150 fahren. Bisschen hupen. 50 Kilometer haben wir noch vor uns. Hier ein bisschen runtergehen, auch mal ein bisschen abbremsen. 160 können wir fahren. Ja. Können wir erstmal ein bisschen so hinfahren. 160 halten wir jetzt locker. Habe ich sehr gut geschafft. Punkt genau 160 km/h. Ich bin zufrieden. Ja, ein bisschen 59. Wir halten es ganz gut. Können wir uns ein bisschen die Landschaft anschauen. Nimmt gar nicht so übel. Die Landschaft Richtung Köln. Ja. Köln ist ein schönes Örtchen. Da war ich ja eine Woche im Urlaub. Dieses Jahr. War nicht schlecht. Gab es da sogar ein Video auf YouTube. Also Köln ist schon. Köln, meine Perle. Das macht schon Spaß, in Köln zu sein. Es gibt tolle Sachen zu sehen. Oh, okay, wir sind ein bisschen über Geschwindigkeit. Kurz mal ein bisschen die Bremse anlegen und da sind wir wieder auf soliden 158 km/h. Kein Grund zur Panik. Die Reise geht weiter. Und bin ich auch im Zug gefahren. Ich glaube, es war auch ein ICE. Ein ICE war es, nicht ICE, ein ICE. Mit dem IC bin ich noch 6 Stunden im Zug. Nach Köln ist es eine ganze Entfernung. Das ist von mir von Sachsen nach Köln, von Leipzig nach Köln drüben, Rheinland-Pfalz, NRW, Nordrhein-Westfalen. NRW müsste es sein. Köln ist NRW. Ja, meine Geografiekenntnisse sind nicht so ganz so groß. Aber ja.